Finde ich einen sehr schönen Ansatz, ne? Auch gerade mit so Google Preference Center, da kann ich gleich einhaken. Wir auf Agenturseite sind ja immer darauf angewiesen, oder so verkaufe ich es persönlich ja auch und sage, hey, wir bringen mal mit Daten Licht in das Dunkel des Marketing-Dschungels, wo alle so ein bisschen mit kreativer Energie unterwegs sind. Da wollen wir mit Zahlen was machen. Wir hatten aber jetzt letzte 2 Jahre echt ganz schön eine wilde Journey hinter uns. Wir haben Analytics gehabt, also Universal Analytics. Jetzt hat man die Umstellung auf GA4. Dann wabert noch irgendwo rum das Thema serverseitiges Tracking mit Google Analytics. Dann haben wir mit einem Anbieter gearbeitet, der das auch nie hingekriegt hat, dass er gesagt hat, ja, ich kann das aushebeln, nehme ich das Tracking über einen eigenen Server, mache ich die alle zu First-Party-Cookies, gebe die hintenrum weiter und man hat alle Daten. Dann haben wir einen Ausflug gemacht zu Matomo. Also Matomo wirst du ja auch noch kennen. Dann gibt es noch 100 andere Anbieter. Wir beide nutzen ja auch Soho. Die bieten auch ein eigenes Analytics. Dann die Cookie-Banner haben wir noch TTDSG mit diesen, der Ablehn-Button darf nicht anders farbig sein. Also das war ein Riesen-Journey und Riesen-Hickhack, wo wir echt viel probiert haben. Jetzt mal Butter bei die Fische. Ist Matomo denn wirklich, also für die, die es nicht kennen, Matomo ist sagen ein selbstgehostetes Tracking und die ganzen Daten, ähnlich wie bei Analytics, werden halt nicht mit Google geteilt, sondern liegen auf dem eigenen Server, eigene Datenbank, ist sozusagen auch nicht mit Drittanbieter-Cookies. Aber fahre ich mit Matomo wirklich besser? Kommt drauf an. Und zwar, das kann ich aus Erfahrung sagen. Wenn ich ein Behördenprüfverfahren habe, dann werde ich um Matomo nicht herumkommen. Solange ich kein Behördenprüfverfahren habe und mein Datenschutz korrekt ist, werde ich wahrscheinlich auch keins bekommen. Kann mich noch immer entscheiden, ob ich auf Google oder andere Anbieter oder Matomo setze. Wenn ich jetzt, das finde ich schon mal spannend, denn wir benutzen ja auf beides, aber aus meiner Sicht, wenn wir Google Ads machen für einen Kunden, ist für mich die Gewinnerkombination der Tag Manager mit Analytics, mit dem AdWords Conversion Tag, wenn ich das drin habe, weil dann kann ich am besten arbeiten und wenn natürlich möglichst viele diesen Cookie Banner auch anklicken. Und da ist so ein bisschen die Frage, also der Cookie Banner ist einmal ein Riesenproblem, da müssen wir gleich drüber reden, aber kriegt man es denn hin mit einem Datenschützer, wenn der das gut konfiguriert, dass ich wirklich eine hohe Dichte an Tracking habe und genau mit diesen Tools? Wie siehst du Ja, das? also wir sehen circa von der analytischen Seite, die Absprungrate ist circa ähnlich hoch wie die Nicht-Einwilligungsrate. Die Akzeptierenrate ist mittlerweile viel größer, wenn der Datenschutz richtig gemacht worden ist. Und das muss ich einfach in mein Angebot einpreisen. Wir gehen hier circa von 2/3 wird akzeptiert und der Rest teilt sich dann auf in ich springe wieder ab oder ich lehne ab. Das heißt, da muss man aber ganz klar sagen, wenn ich 2/3 der Datenmasse schon einmal habe, dann, wie man es bei den Hochrechnungen sieht, politisch oder sonstiges, ja, also wenn 2/3 gewählt haben, dann habe ich nur noch eine 2-, 3- oder 4-prozentige Abweichung. Und insofern tut uns das dann auch nicht mehr großartig weh. Wie siehst du so das Thema, wird das nochmal kommen, dieses serverseitige Tracking und ohne Cookies und dass ich vielleicht irgendwann, also ne, so wurde es mir mal verkauft, es gibt die Vision, der Cookie-Banner kommt wieder weg irgendwann, dann habe ich alles serverseitig und das wird dann funktionieren, weil es setzt keine Cookies mehr. Also meine persönliche Einschätzung, ich glaube, das kommt, das wird auch funktionieren, aber irgendwann wird dann die EU nachziehen und sagen, naja, liebe Freunde, so war das aber nicht gedacht, jetzt müsst ihr einen neuen Hinweis machen. Wie siehst du das? Sag niemals nie. Wir sind in einer schnelllebigen Branche, obwohl es jetzt schon bald 50 Jahre alt ist oder je nachdem Computer oder Internet über 30 Jahre. Möglich ist alles. Ich denke aber trotzdem, dass der Datenschutz dann eine andere Form vielleicht annehmen wird, auch wenn ich serverseitiges Tracking mache. Also wo ist dann der große Unterschied? Wir tracken durch auf der einen Stelle und auf der anderen Stelle. Und ich werde trotzdem meine Einwilligungen brauchen. Und wir haben mittlerweile eine Vielzahl von unterschiedlichen Anbietern. Natürlich hätte gerne Google den Gesamtmarkt. Das wird aber auch nicht möglich sein von den Kartellbehörden, weder von Amerika noch von der EU. Und so sehe ich, dass uns diese Banner oder diese Einwilligungshinweise auf jeden Fall in irgendeiner Form auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten begleiten. Da will ich noch eine Geschichte aus der Vergangenheit. Ich kann mich erinnern, seitdem ich in der IT bin, ist das Fax tot. Und ich will nicht wissen, wie viele noch
Faxen und Faxdienste benutzen. Also ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Cookie-Banner oder dem Consent-Management oder Preference-Center oder wie es dann auch noch in 5 oder 10 Jahren heißen wird. Wir werden definitiv den Datenschutz dort in irgendeiner Art und Weise integriert sehen. Das finde ich ist ein guter Ausblick. Na, mal gucken, was da noch kommt. Ich glaube, die EU wird sich noch viel einfallen lassen. Stehen auch ein paar Themen noch in Startlöchern. Ich glaube, so E-Privacy und ähnliches, ne, sind ja doch krasse Konstrukte, wo es viele Gerüchte gibt mit, wenn ich online einen Wein kaufen will, muss ich Postident-Verfahren vorher durchlaufen. Also solche Gerüchte habe ich gehört. Aber gut, da wollen wir gar nicht drauf einzahlen. Jetzt sitzen ja zwei Leute hier, ne? Der eine, der sagt, ich will möglichst viele Daten haben, Transparenz des Kunden, alles tracken und messen. Und der andere sagt, naja, Datenschutz ist ja schon ein wichtiges Thema. Würdest du sagen, also ich weiß ja bei dir, du machst ja auch viele Webinare, wo du sagst, Datenschutz ist auch irgendwo ein USP. Das kann sagen auch ein Vorteil sein, auch im Vertrieb, im Verkauf. Korrekt. Muss es denn immer auseinandergehen? Also kann man nicht auch Tracking, Marketing, Agentur und Datenschutz so kombinieren, dass am Ende sogar was Größeres rauskommt? Und wie kannst du sicherstellen, dass das dann auch so ist? Na gut, am Ende des Tages, welche Wahl hat man denn? Den Datenschutz komplett zu ignorieren, ist ja sowieso keine Option. Das heißt, ich muss mich dem ohne dies annehmen. Die Frage ist nur, wie mache ich es? Mache ich es richtig oder mache ich es falsch? Der Aufwand ist grundsätzlich der gleiche. Das Risiko ist ein anderes. Wenn ich es richtig mache, zahlt das auch noch in meine Vertrauensziele ein. Denn wir stehen ja nicht vor einem intransparenten Markt, sodass ich sage, ich konfiguriere wissentlich mein Cookie-Consent-Banner falsch. Jeder kann in seinem Browser überprüfen, ob der Facebook-Pixel vorher geladen wird oder nicht. Jedes Kind. Ja. Und der Aufwand ist derselbe und der Nutzen ist aber nicht gegeben. Das heißt, die Absprungrate ist dann, oder der Eindruck, den sehe ich wieder nicht als Verantwortlicher, der dann, mein Unternehmen hat dann einen schlechten Eindruck. Und es ist ähnlich auch vergleichbar mit der Debatte um den Sicherheitsgurt. Ich glaube, das war in den 80er Jahren, Ende der 70er, Anfang der 80er. Es wird immer die am Anfang einer Einführung geben, die das ablehnen, die das leugnen, dann die sagen, das schadet. Aber am Ende des Tages wird jedes Auto mit einem Sicherheitsgurt ausgestattet sein. Und wir sehen ja jetzt mittlerweile ganz andere Assistenzsysteme, die jetzt überhaupt keine Diskussion mehr mit sich bringen. Man denke nur die ganze Kamera und automatische Überwachung an Kraftfahrzeugen. Da gibt es fast keine Debatten mehr. Die wurden quasi schon mit dem Sicherheitsgurt erledigt. Und wir sehen dieses Cookie-Consent-Banner, ähnlich wie diesen Sicherheitsgurt, der ist jetzt sichtbar, der regt die Unternehmen auf. Da glauben viele Verantwortliche, sie verlieren Conversions. Viele Agenturen glauben, wir tun das nur implementieren, dass es da ist, aber den Rest lassen wir so, dass wir weiter unsere Tracking-Dienste zur Verfügung haben. Und all along wird sich das durchsetzen. Und ich rate einfach nur, es jetzt zu machen. Dann hat man Ruhe und es wird sich auch nicht so viel ändern, dass man jetzt deswegen Kunden verliert. Im Gegenteil, man wird Kunden gewinnen, weil man viel vertrauensvoller ist als der Mitbewerb. Das finde ich wirklich, also zwei schöne Perspektiven dabei. Na, einmal dieser Vergleich mit dem Sicherheitsgurt. Ich sage, hey, guck mal, beim Auto, wenn das jetzt ohne Sicherheitsgurt kommen würde, weil man sagt, man will den Fahrer nicht einschränken, würde man es auch komisch finden. Also das gibt ein Sicherheitsgefühl. Und auch diese Perspektive, vieles der Datenschutz so versteckt, ne, der Datenschutz hinweisen, das zeige ich keinem. Aber da vielleicht mal offensiv mit umgehen und auch mal reinzugehen und sagen, wir gehen gut mit euren Daten um, wir erheben nur so viel, wie notwendig ist. Und wenn ihr eine Auskunft haben wollt, wir kriegen das hin, dann hat man natürlich nicht so viel zu verbergen. Und der andere, der das versteckt, wenn ich gegen den dann antrete, wirkt es beim einen komisch und der andere, der sagt, hey, alles sauber bei uns.